Genau. Ich hätte auch nochmal anreden können. Vielleicht hätten wir es dann nochmal besuchen können. Nein, wir reden ihn nicht nochmal an. Das wäre ja logisch. Wir laden lieber gleich. Und reden natürlich nochmal mit allen. Ist doch logisch. Einfach so. Es bringt zwar nichts, aber hey, wir können's. Ich rede ihn schon wieder von der Seite an. Ich kann ihn nicht von vorne anreden, er ist so hässlich im Gesicht. Ja. Bla bla. Kennt ihr das, wenn man einfach bestimmte Passagen, die ewig dauern, nicht überspringen kann, obwohl man sie schon auswendig kennt? Ja, wer Black and White gespielt hat, weiß, was ich meine. Ich sag nur Tutorial, ne? Gott, ist das lang und nervig. Ja, bla bla bla. Komm schon. Nicht mal das kann ich überspringen. Was ist das überhaupt für schlecht geskriptete KI? Die trifft ja nicht mal immer. Kann ich nicht mal richtig skripten oder was? Naja. Voll in the head, ey. Headshot voll ins Knie, Baby. Ja. Komm, jetzt zeige ich mal, was geht, ne? Ja, wahrscheinlich kriege ich wirklich... Ach, shit. Shit. Yeah. Jetzt wird's unlustig. Nein, ich hab verloren. Ich will auch mal gewinnen. Menno. Lass mich gewinnen. Und ich hätte auch gern so einen langen Bart, ey. Wobei, bei genauerer Überlegung, vielleicht lieber doch nicht. Oder vielleicht doch? Yeah, so einen roten, fetten Bart. Yeah, Baby. Ich bin Reinhold Messmer. Messer. Ja, der Typ da, ne? Der Freund vom Yeti, ne? Naja, jetzt schauen wir uns das zum dritten Mal an. Yeah, weil es so toll ist. Und ich habe hier manchmal schwarze Flimmern. Da spiele ich schon mit Version 3.1.2 von Fraps. Was hat das jetzt mit Fraps zu tun? Interessante Frage. Gott, oh Gott. Das ist echt, die KI ist echt schlimm geskriptet. Sie ist dauernd daneben. Ja. Pff. Jetzt zeige ich mal, wie das geht. Ja. Bin ich kein wirklich guter Schütze. Ich meine, ich hab's doch drauf. Okay, das ist dieses Mal nicht so schlimm wie... bei die Reise ins All mit der Kanone. Oh Gott, habe ich das gehasst. Das war echt übel. Das war echt übel. Wozu denn? Ich habe doch schon gewonnen. Ah, scheiß drauf. Zelle 5 Treffer. Mit der Treffsicherheit hältst du glatt ein Anrecht auf diesen Schützpokal, der in unserer Schatzkammer lagert. Gon! Har! Gehst eigentlich auf eine Waffe, die du beherrschst, Großmaul! Glück, pures Glück. Los, da lang geht's zurück. Alle Verlierer gehen hinten! Ja, Verlierer sind immer hinten, ne? Deswegen bin ich immer oben, ne? Ja, das kennen wir auch schon mit der Hutspitze. Ja, mit der weiteren Erfahrung. Bla bla bla. Ja, die Einleitung war schon langweilig. Okay, jetzt geht's weiter. Yeah, wirklich noch ihm. Wenn du so rumstehst, denk doch noch hoffentlich nur... Denkst du hoffentlich nur an mich? Wie könnte es noch eine andere in meinem Leben geben, meine Schöne? Gehst deinem Herz nicht genauso? Ja, ist im Moment nur für dich. Schon klar. Das sind halt diese Rothaarigen, ne? Alle schlapp. Halt, nein, Moment, das waren Blondinen. Egal. Verloren gegen dich mit einem Bogen. Ja, bei mir klingen sie echt alle gleich, ne? Scheiß drauf. Höhö, warme Füße. Kaltes Brot. Brot! Ich! Ein ganzes riesiges Fass! Und da ist doch nur ein ganzer Gurgelbrand! Gott, wer denkt sich solche Namen aus? Lea! Die Bande hat einen beeindruckenden Durst!
Das hast du schon ausgeschüttet. Gabel, Messer, irgendwas, was komisches. Heilt uns das? Nein. Oder... Moment, sie hat... Trick braucht einen Schluck. Nö. Keine Ahnung, heilt vielleicht Magie. Oh, ein Schloss, ein Schloss. Ein Schloss, yeah, das knacken wir auf, weil wir haben es einfach drauf. Wie ich gerade sagte, wir knacken das mit links, weil ich hab's einfach drauf. Und mir kann kein Schloss widerstehen, wie... Perfekt, ne? 100 EP, einen starken Heiltrank, einen Holzhelm. Für meinen Holzkorb. Und ich versetze Schwingschädel! Ein ganzes Fass voll! Und ich habe auch im Hinterkopf Augen. Das Fass gehört uns. Da freuen wir uns schon ein halbes Jahr. Darauf. Och. Nee, das wird nichts mit Deutsch. Entweder ist es aus der Wand gewachsen oder ein Beutestück. Dann würde ich sagen, es ist aus der Wand, gewachsen. Hallo, es gibt den Schädelschutz. Schutz für meinen Holzkopf. Ein massiver Steinblock ist in den Eingang zur Schatzkasse gesenkt worden. Hier weiß man offenbar noch, was man tut. Ach. Wieso ist die Schatzkammer noch blockiert? Wir hatten eine Abmachung! Und dazu stehen wir auch. Ja, ich nehme alles mit. Geht wahrscheinlich wieder nett. Nimm nur ein was mit. Der Weg ist offen, die Abmachung gilt. Ah, wie ich sehe, nimmst du unsere kleine Abmachung tatsächlich wörtlich. Wortwörtlich. So ist es! Ich gehe mich bedienen! Und wie ich dich einschätze, ist unsere hübsch gefüllte Beutekammer danach leer. Was ab! Hey, du willst jetzt keinen Rückzieher machen! Aber nein, nimm so viel, wie du in 30 Sekunden heraustragen kannst. Na also, und ich dachte schon, du! 30 Sekunden? Davon war nie die Rede, du Betrüger! Was hast du erwartet? Die Höhle wäre wohl kaum so gut gefüllt, wenn wir etwas anderes als durchtrieben wären. Versuche so viel Gold wie möglich zum Ausgang zu schaffen. Leider ist es ziemlich schwer und du wirst immer nur ein eine Goldportion auf einmal tragen können. Wenn du zum Gold deiner Wahl hebst, auf, liefere es beim Hauptmann am Ausgang ab und hole das nächste Stück. Die Zeit läuft! Wir nehmen das, wir nehmen mal das hier. Wir nehmen den Pokal. Ja, doch. Also der Pokal sah wertvoll aus. Was steht auf dem Schild? Ich weiß gerade nicht. Ich will diesen großen Sack da noch haben. Wie steht diese Höhle? Als die Beine dieser alten Welt noch jung waren, als die gewaltigen Gebirge noch ungeformt da niederlagen, als im Weiten ringsum noch alles flach, eben und ohne Gestalt gewordene Höhe existierte... Ich lade nachher erst wieder. Da runzeln die mächtigen Götter ihre Stirn und beratschlagten, wie dem einerlei der Welt eine dem Auge wohlgefälligere Ausprägung geben werden könnte. Lange brüten sie in bedächtigem Schweigen. Sie wiegten die Häupter. Sie bedachten vieles. Sie erwogen und verwarfen viele Antworten. Da endlich richtete Danwoin, dessen Weisheit selbst im Rund der Götter keinesgleichen fand, den Blick in die Runde. Im Auge funkelte reine Klarheit, wie er sie so oft aus den Tiefen seines Geistes behutsam in die Welt hob. Und so sprach Danwoin: Mitgötter, edle Genossen, wir, denen die Herrschaft über Himmel und Erde inne ist, wie bescheiden, haben lange genug die Welt so bar jeder Kontur betrachtet. Fortan wollen wir lustige Höhenzügen unseren Blick erfreuen lassen. Die Götter hörten den Weisesten ihres Bunds und bestechend schön war der Gedanke, der so unter sie trat. Also traten sie hurtig ins Werk und werfen gewaltige Berge auf. Wälden die Landschaft mit Hügel schwüngen, türmten Stein auf Stein, senkten und hoben, bis das Land voll lieblicher Höhen und kunstvoll angelegter Furken war. Minecraft-Robot hier. Groß war die Arbeit und prächtig der Mühen Lohn. In jeder Zeit entstand auch dieser Berg und mit ihm folglich diese Höhle. Ja, also ich war klar, dass irgendwas Dummes auf diesem Schild steht, das nur dazu dient, dich abzulenken. Und ich muss öfter speichern, das ist ein Rollenspiel, warum speichere ich so selten? Ich brauche nicht speichern. Ich bin einfach... Überpro...
Bei direkter Überlegung wäre es vielleicht besser gewesen, ich hätte sie ausgeräuchert. Ich hätte wahrscheinlich ewig die Erfahrung bekommen und viel mehr Kohle, wenn ich die Schatzkammer so anschaue. Aber nein, wir sind ja gute. In der Vollversion können wir sie töten, ja. Ich meine, sie in den Urlaub schicken. Wir töten ja niemanden, heulen. Ja, 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 bla, 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 bla. Macht das überhaupt einen Unterschied, was ich mitnehme, oder ist das alles gleich wertvoll? Egal. Laber nicht dazu. Schau doch einfach, was passiert. Egal, wir nehmen einfach mal alles, was irgendwie wertvoll aussieht, mit. Kann man eigentlich alles mitnehmen? Ich glaube, dafür reicht die Zeit gar nicht. Höchst unwahrscheinlich, dass die Zeit für sowas reicht. Die Höhle ist aber auch scheiße gebaut. Eines. Ein mehr hätte ich mitnehmen können. Für einen alten Fettwanz kannst du ganz erstaunliche Geschwindigkeiten erreichen, wenn das Gold lockt. Du hast 8 Stück aus der Schatzkammer holen können. Die Abmachung ist erfüllt. Komm jetzt da raus. Lies den Rest wieder zu. Wir wollen doch niemanden in Versuchung bringen. Ich frage mich, ob ich noch mehr kriegen kann. Und den Sack da links, kann ich den auch mitnehmen? Und nun können wir uns alle wieder vertrauensselig anlächeln. Ja, ich weiß, ich bin gierig und so und ja. Aber hey, so bin ich. Ich hebe auch die Centstücke aus, die andere Leute verlieren. Naja, bla bla bla. Hätte es mir nicht 31 Sekunden geben können. Das wäre die entscheidende Sekunde. Oh, der hält mich nur auf, der Kacksack. Das ist... Ja, und jetzt habe ich den falschen geladen. Das ist bestimmt unglaublich spannend. Hey, guck mal. Er läuft eine Stunde lang nur rum und versucht alles in dieser scheiß Schatzkammer, das alles total wertlos ist, rauszuholen. Und was ist mit dieser Urne da hinten? Warum ist die so toll erleuchtet? Ist die aus Mehrwert oder wie oder was an der Wand oder wer? Steht natürlich alles im Weg davor, ne? Oh, da kann man auch... Ja, so längs und dann. Sollen wir da drüber gehen können? Ich bin mir jetzt gerade nicht so sicher. Aha. Interessant. Interessant. Äußerst. Schau doch mal, was haben wir jetzt? Nö. Scheinbar alles irgendwie gleich wird. Und ich lade nochmal den falschen. Und ich lade nochmal den richtigen. Und pss. Ja, jetzt haben spätestens jetzt haben schon wieder alle weggeschalten. Als ob jemand die Schuhe schauen würde. Egal. Ich denke, ein Stückchen mehr kann ich noch erbeuten. Ich bin ja maßlos gierig. Hat man vielleicht schon festgestellt. Und wenn ich später noch andere Rollenspiele spielen werde, wird man das sehr schnell merken, dass ich äußerst gierig bin. Den nehmen wir mit. Den Diamanten nehmen wir mit. Den Sack nehmen wir mit. Komm, schaff mal. Scheiße. Egal. Jetzt die Räuberhöhle wenigstens leerer aus. Also oben rechts sehen wir so Pisstop. Ja, ja. Dann lächeln wir uns mal und hoppen mal wieder auf. Deck dich mal dran, die Kamera bleibt zu. Verdammt. So ein Mist. Naja. Können wir sie jetzt noch alle töten? Jetzt ein bisschen fittig.
Nö, da geht's nicht. Rauf. Jetzt können wir unsere Belohnung gar nicht abholen. Ach, verdammt. Das ist jetzt natürlich scheiße. Laden wir's nochmal, machen alles nochmal. Pass auf, dass du nicht platzt, Vielfraß. Ich platze gleich einen aufs Maul. Ja, jetzt sind wir die Piraten ja nicht los geworden. Piraten. Mein Schützenpokal. Oh, ihr habt ihn. Ach, das war der Pokal, den ich mitgenommen habe. Okay. Freue mich genauso darüber. Vor allem, weil eine große Belohnung daran hängt, wie du dich erinnerst. Ich sagte groß. Bei den Göttern, was habt ihr denn da geritten? Soll ich ihn wieder mitnehmen? Bloß das nicht. Ich zahle ja, ich zahle ja. Da, du Kirschlund. Die Jagdbeute besserer Tage. Nimm sie und gib mir endlich den Pokal. 10 Feldstücke, hey. Na endlich. Was guckt ihr? Ist noch was? Nö, zu teuer. Kann ich wieder mitnehmen? Ach. Mein Pokal kam mir recht teuer zu stehen. Ach, er ist mir einfach. Ist mir jetzt einfach wert. Ich kann. Da ist die ganze Zeit eine Fan aus der Zunge zeigt. So, wer jetzt weiß, was ich gesagt habe, weiß, was ich gesagt habe. Hey, Moment, war das ein Grafikbug? Oder habe ich mich nur eingebildet? Nö. Dachte, ich wäre eben unten drunter durchgelaufen. Das wäre es gewesen, ne? Kriegen wir jetzt. Was muss ich da zurückbringen? Muss ich da was zurückbringen? Gott, ich habe keine Ahnung. Nicht speichern, nicht speichern. Ich sollte mir besser merken, was ich in der letzten Aufnahme so alles ja. Was halt so passiert. Nachgang. Ne, wollte das Eisen? Oh. Ach, das wollte gar keiner mit den Banditen. Okay, dann vergesst, was ich gesagt habe von wegen Belohnung. Dann können wir ja doch speichern. Ja, speichern mal. Da geht's raus. Was ist da hinten? Ah ja, richtig, Morwehr. Heimatdorf! Sag ein Tauregen oder etwas Heimseliges! Heimeliges! Hier ist es nach Provinz! Und der Ort, in dem du in den Winter gemacht hast, duftet nach Blütentee und Nektar, oder wie? Sprachlos, du! Hey, ich rede dich von hinten an. Radar, wo warst du nur? Seit mich von dem Warzen voll überholte, habe ich dich nicht mehr gesehen! Hier Morwe, Mühlenbrück, Wald. Zum Glück haben wir das Schild, dass ihr uns immer daran, wie unser Dorf überhaupt heißt. Ja, äußerst. Ja, Kälte. Was ist das nur? Im Wald und im Moor sind noch mehr hervorgebrochen. Nicht auch hier! Nicht hier! Ein leerer Eimer. So, jetzt ist er voll. Das hat's gebracht, Jungs. Ich sag, wenn so einen Tag länger regnet, dann haben wir bald die Moosflechte aus den Ohren. Das kennen wir schon, glaube ich, vom Anfang. Bin wieder zurück! Hey, die wird doch wohl nicht gegangen sein, dass ich weg war! Lebt er überhaupt? Das ist doch nur so ein... Ah, eine Leckerei! Genau, wir langen einfach mal in ein Bienennest. Wespennest? Und ist... In ein Nest halt, ne? Mein schönstes, vollstes Leben, Glück, wäre ein sauberes Bodenstück. Wie den Eisreib verlassen sollte, tut Unrecht! Komisch, seit kurzem verschwindet nichts mehr, da war es noch nicht lange her, dass immer wieder einmal kleiner Glitzergraben abhanden kam. Vorsicht, die Sichern sind scharf. Schnell weiter! Sehr gesund von Kornkreuz und den Schutz der Herrin sieht auf dieses. Ja, was war ich traurig, dass meine Liebe sie weg war und dann fand ich sie im Wald, einfach so. Hätte ich die ihn zurückbringen müssen? Aber das ist doch eine Mistgabe. Fasse zusammen, halbe, halbe und eine tote Maus. Halme, hunderte, ach was, tausend, nein, hunderttausend Halme, alle auf einem Haufen. Hey, ihr könnt doch mal Such den Halm im Nadelhaufen spielen, ne? Dieser prächtige Haufen ist das Stolz des umliegenden Bauerntums. Tolles Bauerntum. Ein Heuhaufen, ich kann mein aufgeregtes Zimmer kaum beherrschen. Gott, was mag du? Es sind Monster drin, ganz klar. Bringen uns alle um. Wenn der Weg nicht bald aufhört, können wir den Fischen rausziehen.
Topf ist leer, toll. Hat sich nichts geändert. Oh Mann. Das ist ja. Ach, da liegt auch eine Schaufel. Hätte ich nicht die mitnehmen können? Ja, das kennen wir alle schon. Was haben wir hier so? Niemand hat dich vergessen. Bleib stets beim Haus. Wir sind verbunden. Irgendwie scheint es eine Verbindung immer enger zu werden. Ich habe das Gefühl, als geben wir uns gegenseitig Kraft und mehr. Ja, die hält uns auch für bescheuert. Ja, hier hatten wir im Prinzip auch schon. Ihr Küss Gesicht war so schön, als ihr immer sagt, ihr Frieden wachsen. Das hatten wir alles schon. Was gehe ich jetzt dahin? Brauch keinen neuen Heilschrank. Ich habe überhaupt keine Heilringe. Schlaf gerade, Dame, habt ihr nichts zu suchen? Ja, ja. Bla bla. Die Freunde der Tür. Ja, das kenne ich alles schon. Ey, Haus, Alter, red mal mit mir, Kumpel, ey. Ist wieder zurück, das Beruhigen. Da war ein Fiss bei den Hölzern. Es geht dir gut. Ich glaube, es ging von Walburgas Baum aus. Aber ich spüre eine Präsenz in mir, die mein Holz plagt. Sie ist anders als das, was auf dem Land lastet. Heller, aber ehrlich schmerzhaft. Wovon sprichst du? Sei du fortpisst, erheb sie etwas. Tief unten, noch jenseits des schwärzesten Wurzelwerks, muss es gelauert haben. Und nun dringt es empor. Das Land echt gepeinigt. Merkwürdig, dass ihr Mensch es nicht hört. Wir sind taub. Wir werden es. Überstoß kalte Staffen. Wir sehen es. Ach, du mich auch. Überstoß kalte Staffen trauen aus dem Boden hervor. Weißt du etwas darüber? Es patrouillt. Ja. Es. Ein dunkles Wollen, fahl und leblos und doch voller Drang. Ich kann nicht sagen, was es will. Ich kann nicht sagen, wo es drängt. Ich spüre nur, dass es da ist und es macht mir Angst. Die Hexjäger reden ähnlich, geschwollen natürlich. Und sie geben nicht zu, dass sie auch Angst haben. Hexjäger, das ist es. Ich spüre gleich, dass etwas in meinen Wänden ist, dass mein Holz mit Brennen plagt. Einer von ihnen ist hier. Ich werde ihn lehren, was es heißt, einem Haus in mir zu nahe zu kommen. Nein, nicht! Du darfst ihm keine Akrum! Die Hexjäger haben mich in der Gewalt! Ein Schiff hat mich hinausgeliefert! Genau oder da! Schlimme Nachricht! Schlimme, schlimme, schlimme Nachricht! Ich wurde vergiftet! Du, eine Hexe! Soll sie anders rumlaufen, wenn du giftig spielst? Rede nicht wie mein Bürger mit mir! Selbstgerechte Vorwürfe helfen mir auch nicht weiter! Kennst du kein Mittel gegen die Gifte der Hexjäger? Wer Gift braut, der kann auch heilen! Das war ich selbst! Der höchste der Hexjäger lockt mit seinem Gegenmittel! Lockt, aber. Ich will nicht an einen fremden Willen gekettet sein! Schon gar nicht an Zäunen! Ich meinte die Hexen! Sie sind zänkisch und du wirst den Spott ertragen müssen! Als sie noch Wissende, suche ihren Rat! Und davon werde ich dein Meer aus Helme und Schadenfreude warten müssen! Bis bald! Yeah! Ich hab gerade mit dem Kumpel im Baum gesprochen, ja? Mit Kumpel der Baum, ne? Voll cool und so. Ja, das kennen wir schon. Der Schmied hat mir erklärt, wie sein komischer Ofen funktioniert. Und als ich mit ihm fertig war, hat er nie wieder gewagt, wie sonst so langweilig. Naja, die Kindchen spielen. Sollen sie in einem Jahr, ist der Junge alt genug fürs Feld. Der freut sich schon. Halt! Aua, verdammte Hacke. Okay, schon. Es wäre doch gelacht, wenn sie noch freie Ecken fänden, indem man einen Finierknecht nicht schon einen Haufen Heu platziert hätte. Ja, gut. Selber Text. Ja, geil. Den Text kennen wir alle schon. Und ich laufe nochmal in die Hacke. Das ist doch behakt. Oh, oh. Und. Ja, aber ich werde eine schimmende Biene mit einem kleinen Schöpfer wie gesehen. Beiß dich da mal, kauf die verdammten Nutzenhaben, wie man will. Ein paar Tage später, kauf sie doch für. Was ist deine Begrüßung? Dann gebe ich gleich Jammertext. Also, wir kommen zurück. Hoffentlich war es da draußen nicht zu langweilig. Komm her, rede mit mir. Auch falls du etwas gäbe, was die Vögel nur allein die Welt verscheuchte. Ich hab keine Lust, bei diesem Wetter ständig wach zu stehen. Ja, Vogelscheuche und so, ne? Das ist eine neumodische Erfindung des 21. Jahrhunderts. Die kannte man damals noch nicht.
Waldrader, ich hab dich so vermisst. Zeig mir, wie sehr. Ja, gut. Bald bin ich groß, dann heile ich auch ganz schnell und darf wieder meine schöne Schleife tragen. Ach, was war das für ein glanzvolles Fest. Wie schade, dass es nur einen Frommin gibt. An wen verheiraten wir unser Jüngstes? Jüngste. Sieh, das Wunder wirkt jeden Tag. Jüngst hatte ich mich bei der Arbeit verletzt, aber ich musste nur ein wenig umherlaufen, schon heilte die Wunde zu. Ja, genau. Nämlich mit Drogen. Puh, zum Glück ist die Hochzeit vorbei. Ich werde auch total ein Schwein und Abwasch haben. Klang eher wie ein Mann. Frommin ist ein alter Knauserer. Es soll nicht die Mitgifte rausrücken. Doch, dagegen Hornvieh. So hatten wir es vereinbart. Wenn die Mitgift für Lioba wirklich wie versprochen ausfällt, wir sind im Boxball sehr eng und laut. Kümmere dich um dies, kümmere dich um das. Alles in der Hochzeit beschäftigt und ich weiß noch gar nicht mehr, wo wie der Kopf steht. Ah, Stroh. Kurz verschwanden immer wieder irgendwelche... Bla bla bla. Kennen wir schon. Ihr hättet uns ruhig etwas mehr Zeit lassen können. Hol dich rein, Egwin! Du brauchst bald wieder Kraft! Toll. Heißt es, ich hätte noch ein wenig länger warten müssen? Wann habe ich das letzte Mal gespeichert? Das ist schon ziemlich lange her, Honk! Es ist wirklich schon verdammt lange her. Egal. Machen wir in der finalen Version. Ich werde es wieder vergessen. Ich werde es so vergessen. Was überhaupt? Keine Ahnung. Holz. Ach komm her, ich mach dich platt. Gegen was wart ihr wieder allergisch? Ich hab wieder keine Ahnung. Oh. Sie sind gegen Schläge allergisch. Ja. Ich hab den Wassereimer geklaut. Wassereimer von Schleimgegnern, das? Und ich hab noch ein Wassereimer.